Moin meine Tube, herzlich willkommen zu einer Donnerstags-Opening-Try-Challenge der Legendary Collection Kaiba. Oh mein Gott, das ist ein Schinken. Hat mir, glaube ich, noch nie sowas gemacht, eine Try-Challenge an einem Donnerstag. Wir haben heute dreimal die Legendary Collection Kaiba mit freundlicher Unterstützung wieder von unserem Sponsor Trader Online. Falls ihr Interesse habt an dem Produkt, ist es wahrscheinlich schon vergriffen, kann ich mir vorstellen. Aber man kann ja sein Glück drauf warten, dass Konami das Ding reprintet oder so. Und ich hoffe, wir ziehen heute ein paar coole Karten. Wir hatten ja schon das Case-Opening von vor einer Woche gehabt. Und ja, ich hoffe, wir ziehen den Rest nach, den wir so da noch vermissen, wie den guten No Yaiba oder wie der heißt. Mikazuki No Yaiba. Genau, davon und den blauigen Zwillingsausbruchdrachen, davon hatten wir noch nicht gehört. Ja, genau. Also da müssen wir noch ein bisschen aufstocken, deswegen würde ich sagen, ja, gucken wir mal, wer besser zieht. Ich würde so raten vor dem Opening, dass es Daniel sein wird. Wollen wir das so machen, dass immer so im Kreis, Sören eine, ja, Daniel ja. Eigentlich eine. Kreis. So, das ist vielleicht spannend. Ich mache hier mal eine vor. Ja. Kamera auf, genau. Was da so drin ist. Die Promos gehen wir jetzt nicht so drauf ein, das haben wir schon in einem Case-Opening gemacht. Wenn ihr das wollt, könnt ihr es mal abchecken. Mathe! Klopp. Ich nehme mal deinen Deckel. Das ist auch meine Box. Also wirklich, das geht doch nicht. Fremdgehen. Willst du anfangen oder soll ich machen? Fang du an. Okay. Über Kopf lesen wieder. Woo! Wieder natürlich gesponsert das Opening auch nicht nur von Trader Online, sondern von Slash Studios. Wir nehmen schon wieder dort auf. Und was habe ich gesponsert? Licht und Stativ. Sauerstoff. Und Sauerstoff. Gut, fangen wir an. Spiegelkraftdrache, Deckverwüstungsvirus, blauiger W-Drache, Tigerdrache, Ring der Verteidigung, Burg der Drachenseelen, okay, die Ultras waren jetzt nicht so knorke, Rückkehr der Drachenherren, das ist eine gute Karte, Ruf des Grabes, Beals von den diabolischen Drachen und Feindkontrolle. Das sind so zwei Secrets, die kann ich rauslegen, der Rest, ich weiß gar nicht, sieht man das? Ja, also wir legen die mal so hin. Ja, ich leg meine oben hin, genau. Du dann vielleicht deine rechts und links. Das kriege ich schon hin. Noch sieht ja aus. Die Ultras waren leider. Tyrannenflügel, Tigerdrache, Reiter der Sturmwinde, Worfsplünderer, schwerer Unterstützungsmechpanzer, Vollstrecker, dieser keulenschwingende Krieger kämpft bis zuletzt und ergibt sich niemals. Aber den nur auslassen, ne? Ja, okay. Ja, hast du recht. Aber ich ja auch. Also, ja, also ich muss gleich nachholen nochmal. Der W-Drache. Ist schon, als wäre es den W-Drachen nicht vorgegeben. Neutronenblitz, Göttin der süßen Rache, der weiße Stein der Legende und Feindkontrolle. Das war schon ein gutes Pack. Ja, dieser. Dann mach doch bitte das. Ich lese nochmal meinen blauäugigen weißen Drachen vor, während du dein Pack holst. Dieser legendäre Drache ist eine mächtige Zerstörungsmaschine. Er ist buchstäblich unbesiegbar. Nur wenige haben diese furchteinflößende Kreatur gesehen und lange genug gelebt, um davon zu berichten. Dieser verruchte Ungeheuerkrieger tut alle erdenklichen furchtbaren Dinge und liebt es. Seine Axt zieren die Markierung für seine unzähligen Opfer. Vor allem, guck mal seine Axt an. Hat sie überhaupt irgendwelche Markierungen? Ich glaube nicht. Anscheinend hat er doch nicht so viele Opfer gehabt. Das hatte ich mal als Gastvideo von jemandem. Ja, der seine Axt hat nicht sehr viele Verzierungen. Anscheinend hat er nicht viele Opfer gehabt. Das ist ganz schön langweilig. Ich meine, er ist ja auch, ne? Worse. Nicht so erfolgreich. Nee. Also guck mal, bisher. Okay, Secrets machen's. Spiegelkraftdrache, Y-Drachenkopf, Beschützer mit den blauen Augen, XYZ-Kanonendrache, Ring der Verteidigung, Spiegelkraft, Drachengeist des Weißen, Drachenrufflöte, B-Buster-Drachling. Und Weiser mit den blauen Augen. Ja, den Drake, den kann man rausnehmen. Der ist cool. Rauslegen. Also besser war das Pack ja. Jetzt auch nicht, oder? Also ich dachte, meins ist übel, aber dann habt ihr euch nochmal gegenseitig unterboten oder so. Alter, was ist los? Dracheneinheit Dax? Weiß ich gar nicht. Also der ist halt schon seltener, aber schwere Unterstützungsmech. Donnerdrache. Oder auch bekannt unter dem Namen Dönerdrache. Ja, genauso wie Dönerkönig Raio. Genau. Der Blitzschlag-Kaiju. kraftvoller Virus. Geisterschnitt am Mittag gespielt. Das kommt immer zu lesen, schwierig. Doppelbeschwörung. Oh, das ist short, ne? Also. Ja, das ist alles ja, ich darf nicht. Ja, das muss schon spielstark muss schon, sein. Es muss schon spielstark muss sein, der spielstark. Wolltest du noch was dazu hinzufügen? Nein. Zuflucht der Unterweltler. Drachenodem der Zerstörung. Finster bewaffneter Drache. Was sagen wir dazu? Er ist gut, aber da wird momentan halt nicht viel gespielt. Ne? Du hast schon drei Karten liegen. Also die Poli, die ist. Ja, die legen wir bei der Mann. Ja, gut, dann halt nicht. Falls Tschüss. Du ihn nachher brauchst, kannst du ihn noch dazu nehmen. Ja. Falls es um die Sense geht. Ne? Ja, genau. Mikazuki no Yaiba. Ein Drachenkämpfer des Mondes bewaffnet mit einem sichelförmigen Schwert. Blauäugiger weißer Drache, Kartenvernichtungsvirus, Ring der Zerstörung, X-Kopfkanone. Ein Monster mit gewaltigen Kanonenläufen, die es für Angriffe benutzen kann. Es greift auf verschiedene Arten an, indem es sich mit anderen Monstern verbindet und sich wieder trennt.
Du hast da noch mehr Vanillas? Den habe ich schon vorgelesen, okay, du hast einfach nicht zugehört. Ja, ich hab... Mystischer Gin der Lampe. Ein Gin aus der Lampe, der seinem Meister auf Abruf zur Verfügung steht. Leuchtfeuer des Weißen. Nummer S39. Oh, das ist gut. Das ist eine Karte, die ich hinlegen darf. Drachenmeisterritter und Ketten verschwinden. Okay, was ich bemerkt habe, ist gerade mega Mid-Cut hier, was man sieht. Unten sehr viel dicker als oben. Oh, ja. Das ist mir nämlich eben aufgefallen, deswegen habe ich kurz nicht zugehört. Tut mir leid, aber das sah interessant aus. Okay, so, das bisher irgendwie, die Packs wollen nicht so wirklich. Boah, ja. W-Flügelkatapult. Der war selten. Boah. Vampirlord, Kralle des Kritias, Kaibermann, ansteckender Ausrottungsvirus, Geisterogger und Schneehase. Wir rüsten auf. Königlicher Herr der Drachen, Angriffskern, Anti-Raigeki und Leuchtfeuer des Weißen. Also bisher bekleckern wir uns nicht mit. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, wie es steht. Also. Boah, vielleicht. Ja, also gut, die Ogre klärt schon viel. Exil des Bösen. Beschützer mit den blauen Augen. Gerechte Nachspeisen. Will ich rauslegen. Oh, Geister. Okay, Geisterogre und Schneehase. Sehr schön. Ein Ausgleich, ein Ausgleich. Papageiendrache. Gucken wir doch mal. Drache normal. Ein Drache aus einem Cartoon, der gefährlicher ist, als es den Anschein hat. Er ist aber kein Toonmonster. Drache normal? Ja, ja, alle Normal-Monster haben neuerdings normal drauf. Ja, ich weiß, aber du bist ein Typ. Okay. Früher gab es das nämlich nicht. X, Kopfdrachen. Okay, sehr gut. Leuchtender, blauäugiger Drache. Ruf des Silbernen. Okay, nein. Sirenengesang. Theoretisch broken in allen Mirror-Mages, ne? Okay, dann halt nicht. Entzahlungsnahme, das ist schön. Das ist schön. Das ist eine gute Karte. Und dann, ja, ich bin durch. Ich bin raus. Komm auch. Mein letztes Pack. Ich hoffe, ich kriege noch irgendwas Cooles. Sonst, ja, wie erstmal Ashes. Sehe ich hier kein Land. Meister mit den blauen Augen. Kauz und das ist doch super. Ich läuft doch. Und Schlossvogel. Das gefällt mir sehr gut. Vampirlord, Seelentausch, Klonen, Antikaffeendrache, C-Crash Rival und die spielbar. Ja, guck mal, ihr habt ein komplettes. Kalt ist Untergast, die ist auch spielbar. Oh ja, guck mal, da Wiese holt er einen. Blauen Augen und Diffusion, sehr gut. Diffusion ohne die blauen Augen. Wobei, welche Augenfarbe hat sie eigentlich? Wer? Diffusion? Ja. Sie sind Augen? Kann man Augen sehen? Keine Augenfarbe. Augen. Für alle, die sich wundern, gucken lieber das Case-Opening nochmal vom letzten Mal. So, Daniel, leg mal los hier. Jetzt musst du ein bisschen Sören, glaube ich, einholen. Gut. Okay, dann musst du nicht mehr einholen. Ich sag nichts mehr. Aschenblüte und freudiger Frühling. Zauberrevolution. Also, wenn du da jetzt noch Raigeki hast, dann hau ich dich. Sturmkraft der Monarchen? Ja, okay. Viruskanone, Z-Metallpanzer, Blaugiger, W-Drache. W-Drache. Drachentaktiken. Mate mit den blauen Augen. Mate. ABC Drachenbuster. Ja, hinter. Und weiße Fallgrube. Okay. Kommen wir zum Recap. Wir sehen es ja schon hier vorne. Das ist schwierig. Also, der ist sowieso schon out of reach zwischen Sören und mir. Wäre da besser gezogen. Ich meine, du hast eine Karte mehr. Also, das ist schon ausschlaggebend. Ja, aber du hast Demise halt zum Beispiel und halt Kauz und Schlossvogel. Ist irgendwie schon equal, ne? Also, wir beide ein starkes Extra-Deck-Monster. Ja. Also ich würde sagen, schreibt mal gerne in die Comments, beziehungsweise wir werden oben nochmal das I einblenden. Ihr könnt mal sagen, wer besser gezogen hat. Also Daniel gebe ich mal als Option mit an. Vielleicht klickt ihr den einfach nicht an und dann gucken wir mal, wer besser von uns gezogen hat. Sören oder Daniel. Ja. Sören oder ich. genau. Und ich hoffe, euch hat dieses Opening gefallen. Uns hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank an Trader Online für das Bereitstellen dieses Produktes. Falls ihr Interesse habt, natürlich, wie gesagt, hoffentlich ist das Produkt auch bald wieder available, weil es ist sehr beliebt momentan. Ansonsten andere Sets kann man sich auch gönnen. Das ist dann hier von uns und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüssi.